willkommen zu einem neuen Video. Und zwar haben mich ganz, ganz viele Leute gefragt, wie Double Tap genau geht. Ich kann das irgendwie nicht nachvollziehen, weil Schmocki damals ja ein Tutorial gemacht hat, aber naja, dann mache ich es halt nochmal auf Handcam, you know. Und ja, also wie Schmocki in seinem Tutorial damals gesagt hat, man muss halt links und rechts ganz schnell hintereinander drücken. Also so, nur halt etwas schneller. Und ja, ich verstehe jetzt nicht, was das so ran schwer zu verstehen ist, weil das ist halt einfach nur links, rechts, links, rechts, links, leider, Zungenbrecher. Und ja, ich kann halt nur so demonstrieren, wie es genau geht. Also ich kann euch nur wirklich empfehlen, das Tutorial zu watchen. Ja, ja. Und ja, es ist halt alles Übungssache. Und ich finde Double Taps auch eigentlich eine richtig einfache Methode zu refillen. Dann kannst du nämlich sehr gut refillen. Zum Beispiel kannst du schnell refillen und kannst dabei auch noch smooth refillen. Das heißt, du kannst halt die Suppe nicht so leicht verfehlen. Weil das ist beim Jitter zum Beispiel das Problem, dass du dann ein bisschen zitterst und so. Und deswegen. Und ja, nicht mal, ich spiele gerade richtig schlecht, weil ich bin gerade erst in dem PC. Aber ja, ihr müsst halt die ganze Zeit so Double Tappen. Und das macht sich dann halt allein. GG. Auf jeden Fall. Ja, ihr müsst halt Schmuckis Tutorial gucken. Double Tap ist halt nicht so schwer, wie es aussieht. Ist halt die einfachste Refill-Methode, finde ich. Ja, wenn ihr es richtig gut könnt ihr sogar wie Schmucki refillen. Also halt perfekt, smooth, halt und so. Und ja, mehr kann ich halt auch nicht dazu sagen. Ihr müsst halt die ganze Zeit so Double Tappen. Natürlich. Beitrag. Schön hier so und dann. So. Also halt einfach links, rechts immer abwechselnd benutzen, dann klappt es. Und ja, das ist eigentlich Double Tap. Ich verstehe jetzt eigentlich, was so ein schwer zu verstehen war. Ich muss jetzt eigentlich ganz normal gesagt, sonst muss man eigentlich verstehen. Zumindest jeder, der Englisch kann. GG. Ja. Das war eigentlich das ganze Tutorial. Mehr gibt's da nicht zu sagen. Double Tap ist Double Tap. Einfach links, rechts. Block ist halt beides und Jitter ist halt so. Man kann auch Double Jitter, also. So. Aber ich mach Double Tap immer meistens. Ist einfach einfach. Und ja, das war eigentlich das alles, was ich sagen wollte. Ihr könnt nochmal Schmuckis Refill Tutorial gucken. Ist in der Beschreibung. Und ja, Dankeschön an meinen Freund fürs Kamera halten hier. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video und goodbye.